einem Jahr Pause feiert die beliebte Kapfenberger Semesterferienaktion ein fulminantes Comeback. Egal ob beim Tanzen, beim Bouldern oder Schwimmen, die Kinder waren voller Energie bei der Sache. Highlight war auch in diesem Jahr der Skikurs in Turnau. Beim Abschlussrennen schenkten sich die Kids nichts und so war jeder Lauf ein Hundertstel-Krimi. Der Andrang war auch heuer wieder riesig. Also ich könnte den Skikurs noch verdoppeln, also der Andrang ist immer riesengroß von den Eltern her. Und ich denke jetzt, dass seit Corona alle sind so unendlich dankbar und glücklich, dass wir wieder was machen für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt. Also ich habe so viele Aktionen gehabt wie noch nie, ich habe Zusatzangebote einschieben müssen, also richtig, richtig cool und richtig toll, ich freue mich. Und natürlich gab es für die Teilnehmer dann auch die wohlverdienten Medaillen und Urkunden. Aber der größte Gewinner war auch in diesem Jahr der Spaß. Es ist natürlich wirklich wieder mal schön, gerade zu so einem Termin, wo Kinder sind, das Strahlen, was sie Skikurs gemacht haben, was toll gelaufen ist, was sie jetzt noch besser Skifahren können. Und wenn man dann kommen kann zu einer Siegerehrung, das haben wir schon sehr vermisst und das macht wirklich Spaß. Die Semesterferienaktion läuft seit über 30 Jahren und wird immer besser angenommen. Das Erfolgsrezept ist das breite Angebot. Es ist für jeden was dabei, es ist ja nicht jeder ein Sportler, ein Skifahrer. Es gibt eben Tanzen, es gibt Bouldern, aber es gibt natürlich auch künstlerische Geschichten dabei und für jeden etwas. Und wir sind froh, wenn die Kinder das gut annehmen, die Eltern sind auch relaxed, wie wir gesehen haben. Also besser kann es gar nicht gehen. Zum Abschluss gratulieren wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freuen uns bereits auf das nächste Jahr.